Hey yo, Leute, und willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Ja, ich bin hier auf der Arena 7 und eben habe ich eine Aufnahme gemacht, richtig geil, lief super gut, hatte Eisenschwert, habe alle fertig gemacht, plötzlich klingelt das Telefon und jemand spricht sogar noch aufs Band. Geil, musste ich natürlich dann mit dir erstmal offline gegangen, weil ich noch was zu tun hatte und jetzt nehme ich noch eine neue Runde auf. Also es sind wirklich viele dabei von Abonnenten, sogar ich würde sagen fast die Hälfte. Freut mich richtig. Ich hoffe halt nur, dass es jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen aufs Spiel hat. Schwert. So, dann gehe ich jetzt zu meinem geheimen Ort, wie immer. Da unten sind auch viele Kisten, das weiß ich, aber ich gehe nach da hinten ins VIP-Dorf. Treiben, der ist genannt, und das ist ziemlich gut. Ja, ich bin mittlerweile auf Gomma HD kein YouTube-VIP mehr. Wieso jetzt? Ja, die Admins haben sich irgendwie abgesprochen. Nochmal und haben entschieden, dass ich doch keinen YouTube-VIP mehr habe. Finde ich blöd, besonders wenn man es einmal gibt, dann sollte es man auch lassen. Und ja, es ist im Endeffekt deren Entscheidung. Ich moser jetzt da nicht rum. Finde es halt, wie gesagt, nur ein bisschen unfair. Meh. Nein! Boah, war das knapp. Halleluja. Ich muss schnell hoch, bevor mich jemand da anhaut. Ich muss schnell was essen. Boah. Warte, der nimmt Sachen. Boah. Alter, Halleluja. Ich hier mit totalem Adrenalin. Boah, wahrscheinlich kommt jetzt noch jemand. So, ich muss mal kurz die Musik leiser machen. Die ist mir ein bisschen zu laut, muss ich ehrlich gesagt sagen. So. Alles schnell plündern. Eisenschwert, Halleluja. Also dieser Raum ist wirklich... sau, unfair. Da ist wirklich alles drin. Guckt euch mein Inventar jetzt schon an. Gut, was kann ich denn jetzt hier ändern? Das hier sofort nach dahin. Hä? Wer will ich da anlegen? Ich habe ein Eisenschwert. Brust. Na? Na? Oh, armer Junge. So, alles rein, was Müll ist. Brust an. Rüstung, es war ja irgendwie keine. Rein. Das Steinschwert behalte ich mir mal lieber. Rein. Nach unten. Perfekt. So, das ist natürlich direkt ein geiler Anfang. Und ich möchte mal ein paar Sachen mit euch besprechen. Also, ich hatte ja schon mal leicht vorsichtig erwähnt, dass ich demnächst eine Kommentarfrage einführe. Und das habe ich jetzt entschieden und werde es machen. Also, es wird halt ein bisschen anders sein. Die Kommentarfrage wird halt nicht im Sprechen sein, sondern wird extra eingeblendet. Oder ich sage extra es nochmal dazu. Oder ich sage es einfach zum Schluss des Let's Plays nochmal. Und, ja, die Kommentarfrage wird meistens so Minecraft so sein im Themenbereich. Vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Kommt immer drauf an. Dann, ja, das war schon die zweite Sache. Die Map, die ich momentan baue, die Redstone-Map, wovon ja viele wissen, dass ich eine baue. Was ich baue, jetzt kommt so ein Pop-Up, wissen die meisten ja nicht. Es wird so eine Teamsache sein. Das kann ich sagen, dass quasi zwei Teams battlen sich gegeneinander. Ja. Und ja. Gut, das war jetzt zu dem. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt ist es mir leider entfallen. Ist auch jetzt, es war, glaube ich, gar nicht so wichtig. Das war eigentlich das Wichtigste erstmal. Also die Map an sich ist wirklich sau unfair. Wenn man sich guckt, was da Kisten alles drin... Nein! Ich wollte nur den Apfel essen. Ah. Ja, wie gesagt, bin leider sehr traurig, dass mein YouTube-VIP wieder weg ist. Und ja, ist halt blöd. Kann man aber nichts machen. Irgendwann mal habe ich ja auch vielleicht 1000 Abonnenten. Man sieht dann irgendwie so im Rollstuhl, dann so 70 Jahre alt, ich habe 1000 Abonnenten geschafft. Und dann existiert der Gomma-Server längst nicht mehr. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. So, wo sind wir? Lebt denn noch alles? Also, Dave, Philux, Celo, Fabian, Pixel und Toba. Gut, dann gehe ich die mal suchen. Nach da hinten. Also, noch kurz was zu meinem Kanal. Also, ich kann mal so leicht schon erwähnen, ich suche insgesamt ein neues Kanaldesign. Also erstmal gucke ich mich um, ob es vielleicht irgendjemanden gibt, der sowas professionell macht. Wirklich professionell. Ich meine nicht so eine Kacke, die ich da momentan, weil ich bezeichne das selber Kacke, obwohl ich es selber gemacht habe. Aber es ist Kacke.
Fürs erste Kanaldesign für so unter 50 Abonnenten fand ich das eigentlich ziemlich gelungen. Da war es ansprechend und sowas schon. War so ein bisschen individuell für mich mit meinem Linkskin. Aber insgesamt momentan habe ich jetzt schon 140 Abonnenten. Und ich finde, langsam sollte ich mal ein bisschen was Neues, Professionelleres haben. Also, wie gesagt, falls ihr irgendwie jemanden kennt oder ihr selber irgendwie es drauf habt mit Kanaldesigns, würde ich mich echt super freuen. Das wäre richtig geil. Und was halt, würde dann auch in die Beschreibung kommen, falls ihr es mal, was halt wichtig ist, kommt jetzt nicht an, das kostet aber 10 Euro oder sowas. Wenn, dann soll sowas freiwillig sein. Und falls dann doch dann nur für 10 Euro ist, dann mache ich mir selber was. Weil selber bekomme ich, ich bin ja wirklich nicht gerade der Kreativste und selber wahrscheinlich würde ich jetzt nicht das Dollste hinbekommen, aber schon halt was. Wie gesagt, ich bin halt ungeübt in sowas. In Photoshop-Sachen an sich. Und ja, es wird eh lustig, falls ich doch irgendwann mal YouTube-Partner werden würde. Wie gesagt, auf Konjunktiv achten, wie ich dann mit den Thumbnails und sowas mache. Muss ich dann aber gucken, wie gesagt, da ist noch Zeit, noch Zeit, noch Zeit. So, auf dem Türmchen sollte eigentlich noch was sein. Tschüss, weißes Zuschauer. So, auf jeden Fall, ich muss hier hoch. So, was Zelo geschrieben hat. So. Ja, genau, das wollte ich sagen. Auf dem Gommes-Server ändert momentan immer wieder die IP. Keine Ahnung, mal benutzen sie alte, manchmal die neue. Ich habe ja in den Kommentaren, habe ich ja beide IPs mal gehabt. Momentan packe ich jetzt einfach immer die alte rein, weil der am meisten läuft jetzt und hier ist irgendwie nichts. Toll, nur ein Crafting Table. Und, ja, deswegen dann jetzt nicht irgendwie sich wundern, wenn der eine Server mal an ist und der andere dann wieder nicht. Ich check's selber nicht. Ach, da ist die Truhe. Und ich ertrinke gerade. Ich muss hier raus. So. Da ist jemand. Der Fallenbogen. Ich mag den jetzt schon. Double Kill, ich weiß es schon. Dems gleich schlecht. Wie gesagt, eine Regel. Teams sind einfach schlecht. Ich bin hier wirklich der Teamvernichter. Teams beharren gegen mich nicht lange. So, wieder in Dev-Stellung gehen. Was kann denn nach unten? Das kann... Oh, goldene Äpfel. Schöne Sachen waren dabei. Richtig viel Pfeil und Bogen. So. Raus, 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 raus. Wie sich das anhört. So. Gut, damit bin ich übelst gut ausgerüstet. Ja. Und ja, das ist momentan echt momentan, was? Dirk Bach ist tot? Wer Dirk Bach nicht kennt, das ist, der macht, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist auf RTL. Das ist das Einzige, was geil ist auf RTL. Das kann ich wirklich sagen. Das ist übelst geil, wenn so Promis, so möchte gern Promis, kann man eher sagen, in so einen Dschungel geschickt und dann machen sie da Überleben. Weil da merkt man wirklich, dass es nicht geschauspielert ist und das ist einfach das Geilste überhaupt. Da freue ich mich echt immer drauf, wenn das kommt. Und das habe ich so immer Augenringe morgens, weil das oft bis 12 Uhr geht. Und dann, bis ich dann geduscht habe abends, dann ist es meistens schon 11:30 Uhr, wo ich dann Bett gehe und ich muss dann schon um 6 Uhr aufstehen. So, ja. Nein, das nicht essen. Ich wollte schon. Das auch nicht. Hey. Morgen oder so. Alter, ich. Genau, das wollte ich immer sagen. Ich muss aufhören, an Kommentaren zu antworten. Also, ich sage euch jetzt in dem Video so offiziell: Ab jetzt werde ich wahrscheinlich aufhören, euch in den Kommentaren zu antworten, wenn ich in den Hunger Games bin. Weil, das stört echt mein Spiel komplett und ich möchte einfach nur nett sein und versuchen, jedem gerecht zu werden. Erstmal lieber einen goldenen Apfel. Und genau, wenn es gerade passt. Weiß, kannst du mich verlinken? Ich heiße auf YouTube. Nein, ich verlinke doch keinen. Das ist doch kein offizielles Hunger Games. Zum Beispiel auch selbst mit dem Table Tennis Gamer habe ich das nicht seinen Kanal verlinkt da. Deswegen, das ist ja nicht ein Community-Projekt. Und, deswegen werde ich noch jetzt da niemanden verlinken, außer ich mache mit dem ein Team oder sowas. Apropos Teamtag. Also, ich werde hier momentan ziemlich sehr oft gefragt, was ist denn jetzt dieser Teamtag? Teamtag war ein bisschen schlecht ausgedrückt. Ich werde einfach mal,
An irgendeinem Tag, vielleicht kündige ich es an, vielleicht nicht. Einfach mal gucken. Mal so einen Tag lang Teams machen, auch ohne Aufnahme, mit Aufnahme. Und vielleicht kommen da so ein, zwei gute Aufnahmen raus mit dem Team. Und das Team ist halt für mich so, das Teampartner sollte Skype haben, damit wir auch gleichzeitig reden können. Jo. Das ist halt wichtig. Skype, Eddie, wollte ich immer in die Beschreibung packen, habe ich gesagt. Und das werde ich auch jetzt mal versuchen, dran zu denken, dass ich die dann drin habe, damit ihr mich jederzeit adden könnt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich bald zwei neue Skype-Accounts erstellen will. Wieso denn jetzt? Also, einen wird so ein, Anführungsstrichen, Fan-Account sein, wo ihr dann mich frei adden könnt und wo ich dann immer wieder online komme und dann skypen, reden, bla 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 können. Und ich werde mir jetzt demnächst wieder einen privaten zulegen, weil dieser eine, wo ihr alle mich addet, ist eigentlich mein... schreibt mich jemand bei Skype an. So, ist eigentlich mein privater. Und deswegen, ich hab da trotzdem, weil ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, dann 10 Abonnenten, da hat mich dann einer gefragt, und da habe ich gedacht, ach, ist doch egal, ich ist ja nur einer. Und momentan habe ich in meiner Skype-Liste 130. Und 130 ist schon eine Menge. Stellt euch mal vor, man hat 130 in der Skype-Liste. Davon sind, sagen wir mal, 110 sind davon bei mir aktiv. Und davon schreibt mich die Hälfte täglich an. Mehrmals. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie mein Skype am berühmt ist. Deswegen, jo. Also ist jetzt noch nicht, aber wenn ich jetzt sagen, um auf die 500 Abonnenten zugehen würde. Jo. Hier war doch jemand. Ich rede wieder schon zu viel. Aber was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und, noch eine Kleinigkeit, was ich auch sagen wollte. Heute ist richtig die Rede-Informationsfolge. Falls ihr Ideen habt, worüber ich quatschen soll oder sowas im Let's Play, sagt mir das einfach, jetzt sitze ich hier fest, sagt mir das einfach, schreibt es mir in die Kommentare, wie Waititi das R so richtig betont. Schreibt es mir in die Kommentare und, ja. Dann werde ich darauf eingehen. Und noch zwei Sachen. Ne, eine, die Servervorstellung. Also, ich habe ja wirklich einige bekommen. Die Servervorstellung. Aber das ist eingeschlafen. Ich bekomme keine mehr. Also, ich habe wirklich an 2 Tagen 10 Server oder sowas bekommen. Sehr nett, dass ihr mir welche schreibt. Aber ich muss leider sagen, dass 9 von 10 Schrott waren. Und dass nur einer einigermaßen okay war. Aber selbst den finde ich es nicht würdig vorzustellen. Wie gesagt, das soll so ein Let's Server Push sein. Mal gucken. Vielleicht nenne ich das auch Let's Push Server. Und, aber trotzdem, ich möchte zwar Servern helfen, groß zu werden, aber trotzdem sollten sie auch was bieten. Ich finde halt, ich werde halt Server promoten, die für meinem Wissen nach zu wenig Spieler drauf haben, obwohl er ziemlich gut ist. Deswegen schreibt mir ruhig noch ein paar Server. Es sollten bitte kein Hamachi nochmal sein. Es wurden auch einige Hamachi-Server gesagt. Bitte kein Hamachi. Niemand will aktiv auf einem Hamachi-Server spielen. Ich habe zwar selber einen, aber das ist nur für meine Maps-Bau mit meinem Partner da. Und da reicht uns ein Hamachi total, weil ich auch gutes Internet habe. Aber sonst für richtig spielen, aktiv, mit PvP und sowas, keine Chance. So, der muss hier sterben. Yeah! Oh, habe ich schon gewonnen? Ja, gut. Dann, wie gesagt, Server mir schreiben bitte. Und ja, deswegen sollte auf jeden Fall ein Server sein, wo mindestens 20 Slots oder mehr sind. Quasi, es sollte spielbar sein. Und ja, gut, das war's dann erstmal. Hier ist das Jump'n'Run. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.